So, da sind wir und weiter geht es mit der nächsten Mission. Oligarchin heißt diese Mission. Sieht aber schon mal richtig geil aus hier. Eine richtig coole Insel. Können ein Du bisschen musst die tauchen. Station ausschalten, Sergeant, hinterher. Auf dem Weg. 7-1, Feindkontakt auf dem Dock. Ich sehe ihn. Ach, da drüben. Okay, warte, ich wollte aber erstmal hier mal gucken. Suche den Strand ab. Nach der Auskundschaftung der Insel ließ Shadow Vorräte zurück. Halte Ausschau danach. Verstanden. Ja. Könnten sich als nützlich erweisen. Bin bei sowas wie Hütten. Wie würdest du sie nennen, Watcher? Ich glaube, das sind Cabanas 7-1. Ich habe nachgeforscht. Die Zielperson heißt Nestor Gustav. Sag seiner Familie, sie soll nicht mit dem Essen warten. Okay, da oben waren zwei. Die Wachen am hinteren Perimeter ausgeschaltet. Sabotiere alle Boote und Fahrzeuge. Niemand darf rein oder raus, Ghost. Verlass dich drauf. Okay, der macht das mit dem Mund. Verstanden. Wir gucken uns um. Wir er gehen. Hat zwei Conny bei sich. Besser als drei. Schalt ihn alleine aus, wenn es geht, Johnny. Gehe hinein. Such nach allem, was wir gebrauchen könnten, Soap. Alles mitnehmen erstmal, was wir finden. Geh raus. Okay. Verstanden, ich sehe dich. Okay, drei sind das. Boote erledigt. Knöpfe mir den Heli vor. Gute Arbeit, Ghost. Ah, scheiß Granaten wieder. Alter, warte. Zielperson ist drin. Bestätigt. Alle Stationen. Achtung, Conny, die im Einsatz ist. Hä, wo ist der? Du bist in der Nähe. Okay. Auf der ganzen Insel herrscht. Hat er sich da versteckt, Alter? Ich glaube es nicht. So geht das doch schon viel besser. vom Dach oder was? Ne. Die sind überall. Wir bleiben Sicherheitsgebäude. Ich sehe dich. Vorrücken und überprüfen. Nein, das will ich nicht. Geh doch mal rein. Das ist direkt einer vor mir hier. Was für ein Sackgesicht, ey. Auf der Map werden die angezeigt. Alter, was hat er denn für eine scheiß Panzerung? Ja, lade doch mal nach! Alter, ey.
So, da gab es das hier. Was war, was wird hier noch markiert? Eine Kiste? Ach so, die Kiste. Ja, genau, okay. Der Lori. Geh mal da zum Fragezeichen. Die Zielperson ist nah, so. Bestätige. Zielperson erledigt. Schnapp dir seinen Funkschlüssel. Hör ich. Das Terminal ist in einem Bunker, der auf der Karte markiert ist. Neben einer. Der ist immer noch da. Gehe nach drin. Räumes und such nach Munition. Ich vermute, das Terminal ist im Bunker unterhalb des Funkturms. Begebe mich nach draußen. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe mich vertan. Was wissen Sie über Mark und Milena? Seit wann kennen die sich, Watcher? Makarov ist ein alter Bekannter ihres Mannes. Und was ist aus ihrem Mann geworden? Er ist ins Messer gelaufen. 9-mal. Verstehe. Milena bekam sein Vermögen und Makarov eine Armee. Wie praktisch. Tee gibt es hier. Okay, Taktikflasche. Oh, ich warte da zum Fragezeichen da oben. Ah. So funktioniert das. Das kannst du vergessen, Junge. Sie beruhigen sich, du bist in Sicherheit. An alle, bin im Bunker. Bestätigt. Greif auf Terminal zu, Soap. Ja, sieht gut aus. Sie suchen nach dir. Greif auf das Terminal zu, Soap. Okay, das Terminal fährt hoch. Gute Arbeit, Soap. Ich sehe mehrere Konten, Banken, Bankleitzahlen. Ein Anfang, ist aber alles biometrisch gesichert. Abhörung zeigt mehrere Anrufe aus dem Haupthaus. Milena muss drinnen sein. Wir brauchen Gesicht, Augen, Fingerabdrücke. Verstanden. Soap, treffen beim Anwesen. Wir holen uns Milena lebend. Conny wird Milena bis in den Tod beschützen. Also bis in den Tod. Los geht's, Lieutenant. Zum Anwesen? Kann ich auch hier rüber? Schön die Panzerung knackt. Fantastisch. Okay, das ist soweit. Haben die eine Drohne geschickt? Ich glaube es doch nicht. Alter, guck mal, wie viele Drohnen. Ja, ich mach's hier alle platt, die ich sehe. Bei allen Heiligen. Diese Garage ist wie ein verdammtes Automuseum. Heirate eine Oligarchin mit eigener Insel und du kannst auch eins haben. Wenn sie mit dir fertig sind, wird Milena nicht geheiraten zumute sein. Oh, was war das denn? Das ist Drohne, ne? Scheiß Drohnen, Alter, ey. Wir sollten mitfahren. Moment. Wer greift auf das Terminal zu?
Zeit verhindert. Achtung! Das Geld. Gut, das können wir sonst nutzen. Pass auf die Drohnen auf, 7-1. Ja. Bleib doch mal stehen! Und tschüss. Der da hinten, warte, gibt's den Ausgang? Nö. Verstanden. Vorsicht, ich werde Sichtkontakt. Hey, wo ist Romanova? In ihrem Büro, zweiter Stock hinter einer Sicherheitstür. Wie kommen wir da? Ghost, wenn du den Strom kannst die Tür von hier aus öffnen. Klar, verstanden. Selbst wenn wir Romanova kriegen, wird das Conny nicht stoppen. Die geben erst auf, wenn sie tot sind. Stimmt auch wieder. Soap, du weißt, was zu tun ist. Sauber und unauffällig, Watcher. Sauber und unauffällig. Ja. So, jetzt irgendwo oben, ne? Ghost, was gibt's Neues zum Strom? Sicherung lokalisiert. Bleib am Ball, Johnny. Okay, gehen wir mal nach oben. Lieutenant, Lagebericht. Fast fertig. Schön dranbleiben. Munitionsreserven haben wir auch alles schon voll. Akimbo. Kimbo will ich jetzt nicht. Alle eliminiert. So. Irgendwas haben wir, das haben wir noch nicht gefunden, oder? Wir müssen noch warten auf den Typ, oder was? Ja, genau hier ist das Fragezeichen. Geht es aber noch weiter höher? Alter. Station, der Strom ist aus. Gerade rechtzeitig. Mach das Schloss an Milenas Tür auf, Laszlo. Bin dabei. Moment. Die Tür ist offen, Jungs. Wir sind drin. Ob. Wir sehen uns drin, Johnny. Spezialeinheit, Hände hoch! Spezialeinheit. Sitzen. Fieg dich. Was? Setzen Sie sich, Milena. Hat er das jetzt echt gesagt? Wo ist Ihr Boss? Ich habe keinen Boss. Niemand gibt mir Befehle. Wie läuft es, Jungs?
Sie will nicht reden. Das wird sie gleich. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Oder du hackst sie ab? Ist nicht mein Stil, aber seiner. Wozu die Maske? Um mein Gesicht zu verbergen. So logisch. Wir sind drin. Nichts in meinen Bankdaten bringt euch näher zu Wladimir. Das werden wir ja sehen. Mehrere Konten der Conny-Gruppe, gut verschleiert. Diverse neuliche Überweisungen an das Lordaia-Gefängnis. Aha. Geld für Makarovs Flucht. Geld öffnet Türen. Lass uns doch ein paar Rubel aus Makarovs Kasse nehmen. Erledigt. Sag Bescheid, ob wir einen Nerv getroffen haben. 85 Millionen von Makarov transferiert auf ein CIA-Schwarzkonto. Wladimirs Werk ist schon vollständig bezahlt. Ihr seid nicht sehr gut darin. Sie auch nicht. All ihre Leute sind tot und ihre Konten weit offen. Überhaupt nur Makarovs Zukunft, nicht meine. Oh, so. Hörst du das? Oh ja? Dann müssen wir wohl persönlich werden. Wir müssen hier bald weg. Beeil dich oder wir nehmen sie mit. Schweizerische Nationalbank. Das ist ihr privates Konto. Stimmt's? Das Geld wurde kaum angerührt. Was wird es? Ты сука, вот сука, себе принимаешь. Wir scheinen ihren wunden Punkt gefunden zu haben. Lehren wir es. Trau dich das bloß nicht. Stimmt etwas nicht, Frau Romanova. Ich kenne nicht Makarovs Pläne. Ich bin ein Finanzier. Nicht weiter. Gib ihm deinen Abdruck. Oder zeigen Sie uns den Weg zu Makarov. Fickt euch. Und den kleinen Vogel in eurem Ohr. Das Konto ist mein Geld. Ich kämpfte dafür, mein Verdienst. Noch ein bisschen und wir haben sie. Letzte Chance, sonst übernimmt er. Er wird wissen, dass ihr hier wart. Ohne mein Geld bin ich so gut wie tot. Ich brauche mein Geld. Dann brauchen wir Makarov. Wo ist er? Vostok! Es gibt eine Überweisung an Vostok Capital in St. Petersburg. Mhm. Wladimir Kopf verlassene Immobilien. Ich weiß nicht, was er damit macht. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich sehe sie. Mehr brauchen wir auch nicht. Es war mir ein Vergnügen. Nettes Gespräch. Geht doch! Wenn ihr um euer Leben fleht, wird er es euch nicht gewähren! Und wie gibt's schon du? Даже Shadow можно сломать. Сломать можно, кого угодно. Если не Shadow добрались до Милены, то кто? Прайс. Вся его королевская рать. Не без помощи Shadow. Это просто взаимовыгодное отношение, уверяю тебя. Нам надо немедленно проработать информацию, полученную от Пенната. Поручите это мне. Нет. Ты мне нужен здесь. Дивиде и Тимпер. Раз они нашли Милену, они могут найти и нас. А вы думаете, им что-то еще известно? Считай, что известно, я безвреден. Если они придут, то мы их встретим. Я хочу, чтобы все знали, что мы ни перед кем не остановимся. Мужчины они, женщины или дети. Ясно? Предельно ясно. Если разведданные от нашего друга Shadow подтвердятся, ты первый об этом знаешь. А если нет? Убей его, блядь! Wir haben Romanova gebrochen. Wie? Erweitertes finanzielles Verhör. Shepards Infos waren gut. Sind jetzt unsere. Was haben wir Brauchbares gekriegt? Eine von Romanovas Strohfirmen kaufte einen verlassenen Apartmentkomplex in St. Petersburg für die Conny-Gruppe. Wann? Vor kurzem. Ein Conny-Außenposten. Schätze ich auch, Captain. Ich habe jetzt den Standort. Satellitenbilder zeigen einen Bergungsballon auf dem Dach. Den braucht man nur, um schnell etwas wegzuschaffen, das niemand finden soll. Oder jemanden. Der Komplex ist ein Labyrinth. Gess arbeitet sich nach oben. Ich behalte das Dach im Auge. Und die Extraktion? Heli ist zu riskant. Ihr müsst euch alles schnappen, was ihr kriegen könnt. Nick holt euch per Starflügler. Der Ballon. Skyhook. Wenn Makarov da ist, schnappt ihn Bravo. Sechs an Watcher, Drohne ist aktiv. Du solltest Sichtkontakt haben. Im Blick, John. Mehrere Conny-Truppen auf dem Dach des nördlichen Gebäudes. Keine Spur von Makarov.
Er ist unser Junge, der Hofheld. Scheint dir das Sagen zu haben. Überprüfe. Mal sehen, ob wir ihn identifizieren können. Verstanden. Gas, bist du in Position? Gut. Sehen wir, wen und was wir hier finden. Kommt nicht mit leeren Händen zurück. Watcher Ende. Bestätigt. Bin bereit. Gas, rück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugsschacht erreichst. Roger. Bin unterwegs. Alles klar. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für eine Pause. Und wir machen gleich direkt hier weiter. Danke und bis gleich. Ciao, ciao.